Herzlich willkommen zur nächsten Runde Defiance PvP mit Dalukat, Maru und Ash. Hallo. Hi. Hallo. Ash ist gerade rausgeflogen. Ich auch. Korrekt. Maru auch, ja, also wie ihr seht. Das auf zum Atem. Auf zum Atom. Den ersten Kill geholt, wir haben gewonnen und jetzt alle nur noch verteidigt. Ja, das war jetzt irgendwie nix. Auf Zeit spielen, auf Zeit. Ach, mein unsichtbar Dings war noch gar nicht bereit, glaube ich. Nee, am Anfang gibt's das nicht. Muss am Anfang was aufladen. Ah ja, okay. Ich habe mich schon gewundert, was da abgeht. Ja, wir spielen jetzt, die Mission heißt der Kai. Auch wieder normales Team Deathmatch. Jeder geht das Team gegeneinander. Maru ist raus, nur noch mit Dalukat. Ich komm nicht rein. Alter, die mit ihren Superwaffen, das gibt's da gar nicht. Voll drauf gebrezelt. Ja, also Balance wird ja auch groß geschrieben. Ja. Ich habe jetzt den VBI Feuersturm mal mitgenommen. Letztes Mal hatte ich noch eine andere Waffe. Der Feuersturm macht Feuerschaden, wie der Name schon vermuten lässt. Ich weiß, es ist sehr... Das war ein Geheimnis gelüftet. Wie bitte? Das war ein Geheimnis gelüftet. Ja, ich weiß, das war jetzt so... Alle Leute sitzen vom Rechen und denken so, what the fuck? Man darf nicht mehr wieder rein, wenn man rausfliegt. Ja, tut mir leid, ihr habt verloren, wir können nicht mehr rein. Oh nein. Ja, ihr könnt aufgeben. Wie ihr seht, die Feins PvP ist noch sehr... Oder die Feins im Allgemeinen ist noch sehr buganfällig, glaube ich. Ja, man beachte das Sound-Problem. Ich gebe euch moralische Unterstützung, das schafft ihr. Ja, wir kriegen gerade mächtig auf den Arsch, glaube ich. Auf den Kopf, Tielmarv. Auf den Kopf, Tiel. In dem Team reicht ja, wenn einer eine gute Waffe hat, der tötet einfach so viele Leute, dass es so zu wenig Punkte gibt, um aufzuholen. Antichrist hält so viel aus. Ja, das ist halt nicht so wirklich gebalanced, die ganze Geschichte, ne? Seid ihr jetzt noch ausgeglichen? Oder ist fehlen dir jetzt? Nee, wir haben neue Leute bekommen. Okay. Wenigstens das. Die machen auch alle so viel Schaden, finde ich. Der eine, der Grimshaw, der hat Shotgun und die ist einfach extrem. Das ist halt, glaube ich, das Problem, dass du einfach mit allen Levels zusammengemischt wirst. Man hätte einfach ein Durchschnittslevel machen müssen. Oder halt vorgefertigte Soldaten. Auf jeden Fall vorgefertigte Waffen. Also wenn wir, oder wenn man so eine Koop, so eine Koop-Mission macht, Koop-Mission mit anderen... mit anderen Leuten zusammen. Kommst du auch mit Leuten zusammen, die ein Ego-Level von 400 haben oder so? Also ist es absolut nicht gebalanced. Das ist, also ich bin jetzt mittlerweile hochgestuft worden auf 147. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach weitergekommen bin durchs PvP. Das gibt sehr viel. Wir haben fast verloren, Jutta. Es gibt noch eine Chance. Wir haben fast verloren. Ich habe nicht einen abgeschossen. Ich habe wenigstens zwei Leute töten können. Ich hatte auch keinen. Ich bin wenigstens nicht gestorben, bevor ich rausgeflogen bin. Oh, ey! Neben mir Antichrist mit seiner super Shotgun. Laufe ich die ganze Zeit rum, bin schon wieder tot. So, Antichrist, jetzt kriege ich dich, ey. Wie ist aussieht? Ja, deine Shotgun ist zu stark. Kriege ich nicht. Antichrist ist im Blutrausch, Spiel ist zu Ende. Nee, das war nicht gut. Nee, das, Antichrist mit 11 Punkten. Da waren Leute im Team, die gar keinen Kill gemacht haben, haben aber trotzdem gewonnen. Einer reicht ja. Hey, ich habe sogar einen Kill gemacht. Yay! Ich hab gestorben. 6 Mal. Gute Bilanz. Ja, gute Bilanz. Nächstes Match. Match beginnt in 18 Sekunden. Tja, bin ich mal gespannt, wie diese Runde diesmal läuft. Also ich finde auch allgemein das PvP, also es ist schon ganz cool, aber es gibt halt andere Spiele, wo es einfach besser ist. Also mir hätte es super viel Spaß gemacht, solange alles fair geblieben wäre und das gibt's jetzt schon nicht mehr. Das ist halt so, als ob du World of Warcraft Battlegrounds machst und halt irgendwie gleich mit Level, weiß nicht, was ist jetzt aktuelles Top Level 90? So nicht, aber du kommst halt mit Leuten rein, die Legendary PvP Gear haben und Leute, die blau einen Sinn. No. Ich bin auf den Desktop geflogen, was ging da ab?
Granatenwerfer im Kopf bekommen. Da war doch gerade einer. Was schießen die denn? Von außen kommt einer rein. Oh, was habe ich denn jetzt am Kopf? Oh mein Gott, ich habe einen Pickel. Einen riesen Pickel am Kopf. Ist das eklig und der läuft aus. Boah. Hat jemand Klerasil dabei? Nur Schrotflintensil. Nur Schrotflintensil? Ja, ich glaube, das hilft auch, ey. Boah, super. Jetzt habe ich meine ganze Unsichtbarkeit sozusagen. Was hat, was? Boah, was hat denn die für eine Waffe? Eine Pistole, die Granaten verschießt? Ja. Ich hab ein Ei auf dem Kopf, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich auch. Sieht aus wie Jeff Goldblum in die Fliege, ey. Die Fliege. Ja, da rennt noch einer rum. Ah! Boah, oh, ein Schuss. Ja, der Typ mit den Aliens steht oben auf dem Haus da. Also so von... Ich find's total... Es ist... Ja, wir sagen es jetzt immer wieder, es ist total unbalanced, aber... Zuerst habe ich immer gedacht, dass die Unsichtbarkeitsfähigkeit total heftig ist und du dir immer denkst, wow, wie krass ist die denn? Aber das eigentliche, wirkliche Problem sind die Waffen, die du hier haben kannst. Wie gesagt, und die Ausrüstung. Unsichtbarkeit hat einfach so viel Cooldown, damit kannst du einen Kill holen. Klar, wenn du das bist, fällt das natürlich als OP auf. Ich werde von Aliens gefressen. Ich wurde von einer Elektrofeuer-Granate getroffen. Die Brainsucker. Kann man die abschießen? Kann ein Teammate die wegschießen? Weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht wegprügeln. Vielleicht bräuchte ich mir einfach auch einen Wheeler. Vielleicht holst du auch nur ein Insektenspray raus und machst dann weg. Es gibt's doch nicht! Was haben die denn alles für Waffen? Zwei Schuss und ich bin tot und ich brauche irgendwie noch mehr für die. Warum ist das so unfair? Das geht doch nicht. Von wem ist das Spiel? Ryan Worlds, ja. Ach so. Als ob dir das was sagen würde. Ja, doch. Wir haben eins der Massen-MMOs da gemacht. Ah ja, eins der Massen-MMOs. Entweder Terra oder Rift. Rift haben sie gemacht. Ja. Das war als ja ob du das gewusst hättest. Hast du jetzt gerade so. Wirst du genauso wie die Referate in der Schule. Ja, das ist hier, ne? Und so. Hast du das Rift gespielt? Natürlich! Wegen der Stelle nicht, dass ich das kenne. Was ist denn das hier? Der Third-Person-Shooter, so wie Borderlands. Third-Person-Shooter mit dem Zisch. Hey, wir haben verloren, wer hätte das gedacht? Oh, ich habe den Titel, den Erfolg, der ewige Sidekick bekommen. So viele. Oh, 04, ja. Weil ich nur Assists. Ich, ja, es ist nur nicht so viel, ja. Scheiße. Es wird wieder jemand mit einer Shotgun dabei sein. Mit Power Level 9000. Und Aliens, ja, die an seinem Kopf sitzen und ihn fressen. Der war ja nicht mal der Nerv, also das war zwar der Nervige, aber einfach der mit der Schrotflinte ist einfach unsterblich gewesen und tötet mit einem Schuss. Ja, der, was hatte der? Sprinten und Schrotflinte einfach, ne? Und ja, halt das hohe Ego-Level. Hauptsache, du bist rechtzeitig da, um alle zu töten. Genau. Kannst der Erste und Beste sein. So, letzte Runde auf dem Kai. Also dann, an den Dogs hier. Es ist uns auch die Lust vergangen. Oh Gott, da kommt einer, wir sind tot. Sagt er, bevor er ihn gesehen hat, ey. Ja, da. Ich hab ihn gehört. Weißt du, wo wir sind? Er weiß, wo wir sind. Hab ihn! Ah, lass mich nicht allein. Ich hab mich jetzt voll erschrocken. Wer ist denn da hinter mir? Ui, buh! Versteckt euch alle 14 Minuten! Oh. Pass auf! Nein! Hat's dich erwischt! Das ist ein gewisser Tod. Und er war unsichtbar hinter mir. Hätte auch vor dir sein können, du hättest ihn nicht gesehen. Ja. Valerie und Fallera. Na, der nächste Schuss ist unsichtbar. Und den nächsten. Komm schon. Ist mich verarschen. Oh, jetzt holt er mich noch weg. Ich habe ihn fast gehabt. Also, du kannst ihn auch platt machen. Was ist das denn? Wenn du. Wenn du einen unsichtbaren triffst, wird er sichtbar. Ja, aber du kannst ihn auch platt machen, wenn du nicht immer die besten Waffen hast.
Ah! Nee, Steuerung ist ja das Menü, wenn nicht gucken. Das Krasse ist halt, die haben halt auch die starken Schilde und so, oder kommt das uns das nur so vor? Werden die alle aufs gleiche Level reduziert, nur die Waffen unterscheiden, die Leute? Ach, Quatsch. Manche haben ein Schild, das lädt sich direkt wieder komplett auf. Und das hält auch einiges mehr. Wenn ich eine Brandgranate abbekomme, sterbe ich an der. Und bei manchen Leuten, da geht nicht mal das Schild weg. Oh, da ist noch einer, Vorsicht! Oh. Ah, Hilfe, Alien! Hilfe! Rollen, rollen, einfach nur. Oh, ein Teamkill? Ich wurde geteamkillt! Ich wurde gerade geteamkillt. Stand bei mir aber nicht rechts. Bei mir stand rechts an Celion in blauer Schrift, killt Maru, also ohne Waffe Maru in blauer Schrift. Ach, das war ohne Waffe, super. Ja. Hatten wir auch mal günstige Zeit dafür. Stirbt ihr Hunde! Oh. Boah, nur die One-Shot-Kill. Na, hat hier gerade nachgeladen, aber da ist noch ein Freund von dir! Kampfrolle in Sicherheit, was ist das für Käfer? Oh. Die Käfer haben dich gefressen. Auf jeden Fall, weggenascht haben sie mich. Nom nom nom, ein Marv! Sind sie weg? Ja, die gehen nicht weg! Ah, Hilfe! Leute, wir sind vorbei, 19 zu 20! Kann das have to noch. Believe! Und er ist wieder unsichtbar! Ja, Granate! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Oh Leute! Ja! Drei Kills noch hinten, oh Gott! Jetzt zaubert was! Oh Gott, was ist das? Oh! Wir verloren! Oh. Also, wir wollen einfach mal zusammenfassen. Großartiges PvP in Defiance. Wir können es wirklich empfehlen, wenn ihr irgendwie mal einen Abend habt, wo ihr einfach nur Scheiße spielen wollt. Wenn ihr denkt, euer Tag war scheiße, dann spiele ich Defiance PvP und dann denkt ihr euch, ach, der Tag war gar nicht so schlimm. Oder alternativ geht ihr hin, nehmt euch 40 Euro in die Hand, kauft euch die epischen Lockboxen und hofft, dass ihr solche immer Waffen bekommt. Das könnte man natürlich auch machen. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Holdrio. Tschüss.